Fall 1 heute führt uns nach Figdring in Kärnten, zu einem Schießplatz. Dort wird sehr fleißig auf Zielscheiben geschossen und das geht den Nachbarn, die dort wohnen, gewaltig auf die Nerven. Sie haben sich deshalb an Volksanwältin Brinne gewandt und wir wollen heute darüber reden, wie man das Problem lösen könnte. Schönen guten Abend, Frau Volksanwältin. Grüß Gott, guten Abend. Meine Kollegin Petra Kandut hat den Konflikt dokumentiert. So klingt es, wenn auf der Schießstätte des SSV Sponheim in Figdring bei Klagenfurt trainiert wird. Anrainer Franz Arm zeigt uns, was er diesen Sommer dokumentiert hat. Und der Amtssachverständige sagt, ja, man dürfte eigentlich nichts hören und dieser Geräuschpegel liegt im Normbereich. Und das, also wenn man es vor Ort einmal hat und sich das genießen darf, dann sieht man, dass das halt nicht so einfach ist. Franz Arm hat mit seiner Frau vor gut 3 Jahren dieses Grundstück gekauft und dann gebaut. Seit 2 Jahren wohnt die junge Familie hier. Doch zwischen Mai und September könne man sich kaum im Freien aufhalten, sagt er. Die haben einen Schießbetrieb von Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr mit einer Mittagspause. Und die schießen aber auch am Wochenende von 9 bis 12 Uhr, Samstag, Sonntag und auch Feiertag. Und das Störende daran ist wirklich, wenn man am Wochenende hat man einfach keine Ruhe. Die schießen auch mit schweren Waffen, also mit Großkaliber. Und dieser Lärm am Abend und am Wochenende ist grundsätzlich schwer zu ertragen. Das heißt, die schießen auch jeden Abend? Die schießen auch jeden Abend. Geregelt ist das bis zum Einbruch der Dunkelheit, maximal bis 20 Uhr und manchmal überziehen sie es auch. Wir haben den Obmann des Vereins auf der Schießstätte getroffen und mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Er war von der Beschwerde der Anrainer überrascht. Gerade mit Familie Arm stehe man in engem Kontakt, erklärte der Obmann. Wir versuchen auf diese Argumentationen der Anrainer einzugehen. Wir haben auch in persönlichen Gesprächen mit den Anrainern schon einige Kompromisse sind wir eingegangen. Es ist halt so, mit jedem Kompromiss, den wir eingehen, das ist Fakt, das ist dann Tatsache und schränkt uns auch beim normalen Schießbetrieb ein. War aber wichtig, es ist nur leider schade, dass dann immer wieder neue Anrainer zuziehen, die eben von diesen bisherigen Zugeständnissen noch keine Kenntnis haben und wieder auf andere neue Forderungen. Die Schießstätte in dem aufgelassenen Steinbruch besteht seit 44 Jahren. Man habe versucht, den kahlen Fels zu begrünen, damit der Schall sich nicht mehr so stark an der Wand bricht. Über die Lautstärke, es ist immer eine Frage, wie sensibilisiert man in einer gewissen Weise ist. Es wurden schon Schallmessungen durchgeführt, die aber dann gezeigt haben, dass wir mit den Schießübungen immer unter dem Grenzbereich liegen und wir, wenn man sich hier diese Arena anschaut, dann ist es ja doch ein schallgedämpfter Bereich mit den Bäumen rundherum, die schon einiges wegnehmen und wir haben auch mit dem Bewuchs des Felses, der das Ganze ja immer wieder reflektiert hat, haben wir schon sehr große Erfolge erzielt. Nicht genug, sagen die Anrainer. Karl Schönetin betreibt in der Nähe der Schießstätte eine Schnapsbrennerei. Er hat sein ganzes Leben lang in Figdring verbracht und erinnert sich. Die Schießerei hat angefangen, das aber kaum zum Herrn war. Also gegenüber heute möchte ich sagen, die haben damals mit Stoppelrevolver geschossen und heute mit Kanonen. Und wie hat sich das dann entwickelt? Ja, es ist immer wieder lauter geworden, von Jahr zu Jahr. Wir haben ja Ferienwohnungen, wir haben Gäste, Familien mit Kindern, die mittags dann einmal schlafen gehen und so. Und dann fängt die Knallerei an und die Kinder werden wach. Die Gäste sind unzufrieden, die fahren nach Hause, die kommen auch nicht wieder. Die Anrainer haben sich Gedanken gemacht, wie das Problem vielleicht zu lösen wäre. Man könnte die 10 Schießstände einhausen, also verbauen. Wir haben als Anrainer uns natürlich da im Vorfeld zusammengetan und haben auch angeboten, da finanziell Unterstützung haben wir angeboten, also recht großzügig, wenn da etwas unternommen wird, dass eben dieser Schall oder diese Lärmbelästigung reduziert wird bzw. am Wochenende überhaupt weg ist. Doch der Verein berufe sich nur auf seinen 44 Jahre alten Bescheid und ignoriere die Bedürfnisse der Anrainer, ärgert sich Franz Arm.
Vereinsobmann Machnee ist gegenüber einer Verbauung durchaus aufgeschlossen. Das ist eine gute Idee. Grundsätzlich wären wir auch dafür. Wir haben in einem Gespräch auch mit dem Magistrat und den Beschwerdeführern das schon einmal diskutiert. Es hat halt sehr hohe Kosten zur Folge und die baulichen Maßnahmen dabei sind auch nicht zu unterschätzen. Und der Verein könne sich die teure Verbauung keinesfalls leisten, sagt der Obmann. Die Anrainer wiederum wollen die Knallerei nicht länger ertragen müssen. Eine Pattstellung, mit der keine Seite glücklich ist.